Und deswegen komme ich wieder zu dem Sport zurück. Weil beim Sport erstmal ist man aktiv. Schon in dem Moment, wo man aktiv wird, dass man sagt, ich werde mitmachen, ich will mitmachen, wird man schon sein Selbst bewusst, weil man was machen muss. Im Sport macht man meistens den Sport im Teamarbeit, als Teil einer Mannschaft. Das heißt, man ist für sich selber schon, muss man was machen, aber man muss auch für andere was machen. Und es ist nicht nur, dass man mit anderen das macht, weil man einfach da ist, als noch eine Nummer, die man zählen kann, sondern man muss aktiv mitmachen. Und das, was man selber macht, die Tätigkeiten, die Einzelne macht, für sich sind wichtig, aber auch für das Ganze. Aber nur dieses Individuum kann das machen. Wenn man jetzt nur an eine Fußballmannschaft denkt, die ganze Position im Fußball, die haben einen Namen. Und nur diese Person, der Torwart, ist der Torwart. Diese Position hat er nur und er kann diese Position ausüben. Das definiert eine Identität nur für sich selber. Aber der ist Teil eines Ganzes und er ist wichtig für das Ganze auch. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und so benutzen wir den Sport, damit die jungen Leute lernen, ja, ich bin wichtig. Ich bin wer als Individuum und ich bin wer als Teil eines Ganzes. Und ich bin wichtig in beide Hinsichten. Einmal als Individuum für mich, dass ich was erreiche und dass ich auch gut bin und als Teil einer größeren Gruppe, weil ich für die Gruppe wichtig bin. Das ist sehr, sehr wichtig und man kann sich auch da reinfühlen, denke ich mir. Das ist, ich sage immer, it's not rocket science. Da können wir uns alle da reinfühlen, weil wir alle diese Situationen haben. Mehr oder weniger, ob es am Arbeitsplatz ist oder ob es im Spielen ist oder auch sogar in einer großen Familie, dass man sich behaupten kann, aber gleichzeitig Teil eines Ganzes ist. Und nicht alleine dasteht, aber auch, dass man einen Wert hat. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und dass man auch ein Recht hat, Platz einzunehmen. Das ist sehr wichtig und diese Kinder sehr häufig wissen das nicht und verstehen das nicht.